Und herzlich willkommen zurück zu Parasite Eve. Das letzte Mal haben wir einen riesigen T-Rex besiegt. Und ich glaube eine riesige Krabbe. Wir sehen nicht gerade so gesund aus. Ah. Ah. Und jetzt machen wir uns wieder zurück auf den Weg. Zurück auf den Weg. In das Museum. Ich weiß nicht mehr genau, warum ich zur Polizeistation zurückgegangen? Keine Ahnung. Ich habe wohl irgendetwas gemacht. Ich habe irgendetwas vollbracht und ich habe keine Ahnung mehr was. Ich hätte mal kurz in mein letztes Video reingucken sollen. Aber egal. Wir nähern uns langsam, aber sicher dem Finale. Ich spüre das. Auch wenn ich das Spiel noch nie gespielt habe, sowas spürt man als eingefleischter Spieler. Ich meine, wir müssen jetzt hoch zu Eve. Wir müssen jetzt ganz hoch und Eve bekämpfen. Und das muss ja wohl das Ende sein. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, was kein Ende sein sollte. Das ist einfach so, Leute. Das ist weibliche Intuition eines Gamers. Wir müssen in den zweiten Stock. Genau, wir müssen hier lang. So, müssen wir hier durch diesen Raum hier. Da wo der Triceratops war vorhin, müssen wir hin. Ich glaube, ich bin richtig. Das muss richtig sein. Ja, wir kommen einfach von oben her hin. Kein Battle, das ist gut. So. Tja. Ah, ein Kampf. Wir haben ja die M8000. Ich habe sie noch gar nicht ausprobiert. Peng, peng, peng. Peng, peng, peng. Oh yeah. Hätte ich dort 5 Schuss drauf, dann. Das wäre das Shit. Das wäre krass cool. Jetzt können wir alle Feinde niedermachen. Oh yeah, diese Waffe gefällt mir, Leute. Bisschen Munition. Hier wollen wir runter. Und da will ich hoch. Genau. So, da meine Triceratops. Dann möchte ich nach hier unten. Ja, und dann sind wir fast da. Wunderschön. Da müssen wir hoch. Aber zuvor noch ein kleiner Kampf. Oh yeah. Das ist lieb ich. Ich liebe es. Ich meine, guckt euch den Damage an. Seht ihn euch an. Wie präzise ich meinen Gegner wegballere. Das ist unglaublich. Das gefällt mir. Das ist eine schleimige Tür. Wir wollen hier hoch. Wie geht's mir? Mir geht's gut. So. Das ist eklig. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Hier gibt es nichts von Wert. Wir haben ein Polizeirevier gespeichert. Das sollte reichen. Wie sehen meine Trankstatus aus?
Nicht mehr so prickelnd. Wie viele Punkte habe ich? Ich würde gerne noch ein bisschen auf Munitionskapazität gehen. Zwei Reihen voll das und mir fehlt noch etwas. Eve ist auf der anderen Seite. Jetzt wird's ernst, Leute. Oh shit, das ist Eve. Eve! Es ist ein Wunder, dass du es so weit geschafft hast. Also wirst du mich aufhalten bei dieser Geburt? Also wirst du mir gratulieren zu dieser Geburt? Was hast du vor, Eve? Vielleicht kannst du mir helfen, das zu beantworten. Ah ja. Warum gebären Menschen, Maya. Das ist krasser Shit. Bist du okay? Aya. Aya. Daniel, Maida, seid ihr beide okay? Ja, yeah, wir haben es gerade noch so rausgeschafft. Hast du diese seltsame Mama gesehen? Das war jeder aus dem Central Park. Was? Dann willst du damit sagen, dass Luane ein Teil davon war? Es tut mir leid, Daniel. Ja, es... Es ist bekannt geworden, was für eine Art Medikamente Melissa genommen hat. Auf was war sie? Sie hat Immunsuppressenz genommen. Immunsuppressenz? Für was? Warum? Hier ist die Geschichte. Melissa hatte eine Transplantation, als sie ein Kind war. Transplantation? Was für eine Transplantation? Ja, es ist... dass sie die Nieren deiner Schwester gekriegt hat. Nachdem Maya in einem Unfall gestorben ist. Eine Nierentransplantation?
Ich hoffe, das sind Neon Kidneys. Also Melissa hat Mayas Nieren? Deine Mutter und deine Schwester waren Geschichte. Was, wirklich? Das habe ich nie gewusst. Die Organe deiner Mutter konnten nach dem Unfall nicht mehr transplantiert werden. Also wurden Mayas Nieren in die junge Eve transplantiert. Es tut mir leid, die junge Melissa. Sie hatte einen Nierenfehler. Dann Eves Nieren sind wirklich Mayas Nieren? Oh, ich hoffe wirklich, das sind Nieren, ja Leute. Ich habe keine Ahnung. Der Doktor, der bei der Operation dabei war, die andere Person, die bei der Operation dabei war, warst du, schätze ich. Hans Clamp, unser Hauptmann Clamp, wollte ein Arzt werden. Der Doktor, der bei der Operation dabei war, war ziemlich überrascht. Und die alle schrien, dass die Niere heiß war. Falscher Typ redet. Dann ist Eve. Es ist hart für mich zu sagen, aber das Original war da in Maya. Eve hat im Körper sein Gehirn getötet und hat die Nieren unterwandert, um ihren eigenen physischen Körper zu kriegen. Dann das ist mit Melissa passiert. In ihrem Fall die Immunosuppressant-Drogen haben als eine Art Katalysator gedient. In Japan, Eve hatte es auf ein Mädchen abgesehen, das auch nach einer Transplantation war. Nach einer Nierentransplantation, um exakt zu sein. Und sie hat dieselben Tabletten genommen. Das war alles so, dass Eve einen Uterus hatte, in dem man ein Ei einsetzen konnte. Um Organe zu transplantieren, ist es nötig, für eine HLA-Typ dass der passt. Es lebt in Symbiose mit anderen Zellen, also ist es wichtig, um diese Tabletten zu nehmen. Um die Immunität und die Abstoßung zu kontrollieren. Während sie kontrolliert wurde von Eve, fühlte Melissa, wie sich ihr Körper änderte. Aber sie hat endlich die Führung übernommen in der Oper. Wenn sie zu einem Doktor gegangen wäre, hätte man ihr gesagt, sie sollte diesen Part aufgeben. Also um eine Abstoßung zu verhindern, hat sie diese Tabletten weiterhin genommen. Und nachdem sie so viel genommen hatte, sie war so schwach, dass es Eve möglich war, ihren Körper zu übernehmen. Und das ist, wenn sie in Mitochondria Eve transformierte. Also dann ist Maya ist die originale Eve? In der Wirklichkeit ist sind Mayas Mitochondrien. Krasses Shit. Verdammt. Watcher. Start der Operation, Sir. Endlich. Die Zeit hat gekommen, um unsere Kraft zum Beweis zu stellen. Don't be impudent, Lynch. Es sollte nicht so weit kommen. Ja, Sir. Entschuldigen Sie mich, Admiral. Ich rufe alle Kampfjets. Wir haben die Befehle erhalten, anzugreifen.
Wir müssen auf die den Kopf der der Freiheitsstatue ziehen. Wie geplant ist Helikopter Team 1 vorbereitet für Plan 2. Team 2 wird die Umgebung erkunden und der Rest wird das Beste tun, um weiter vorzudringen. Ah, Militärfritzis. Das könnte noch interessant werden. Was? Was sagen Sie? Sind Sie sicher? Die Navy hat hier bewegt, fängt an sich zu bewegen. Was? Wir können das nicht erlauben. Wir können doch nicht, sie werden wiederholen, was gestern mit den Jets passiert ist. Oh, dass die Navy nie lernt. Das ist grausam. Ah, das ist der Glibbermonster. Nein! Luane! Luane kann kein Teil dieses Dings sein. Diese große Kreatur. Oh nein, diese Zellen. Das muss der Ort sein, wo an dem Eve gebären wird. Wo sie gebären wird? Ja, diese große Kreatur fungiert als Barriere, um das ultimative Etwas zu schützen. Der Helikopter kommt. Alle ducken. Schützt eure Köpfe und... Auf Subway vom NYPD. Bin ich richtig? Ma'am, es ist meine Aufgabe, Sie zu begleiten zur Aircraft-Karriere. Sie zu begleiten? Zu was? Willkommen an Bord, dem Stolz der Navy, die Nimitz. Ich bin Williams. Ich kommandiere dieses Schiff. Es tut mir leid, dass ich Sie in so kurzer Zeit hierher rufen musste. Hey, du bringst Eier besser nicht in Gefahr. Du, wer bist du, dass du so mit dem Material reden kannst? Es ist alles in Ordnung. Lynch, nach all dem liegt er richtig. Was meinen Sie? Ihr seid die Einzigen, die nicht entzündet werden können bei ihr. Ich möchte, dass ihr in meinen Helikopter steigen und diese Kreatur töten. Warte mal, Eier kann kein Helikopter fliegen. Kein Problem. Der Helikopter ist auf Auto gesetzt. Sie wird keine Probleme haben. So, sie braucht nur zu feuern aus der Distanz, wo sie nicht angezündet werden kann?
Leider muss die Waffe aus nahem Bereich abgefeuert werden, um zu funktionieren. Und wir können nicht so nah ran, weil wir verbrennen würden. Gut. Ich werde es tun. Ah ja. Nein, tu's nicht. Du wirst da nicht hochgehen. Unser Schicksal liegt in ihren Händen, Aya. Okay, Daniel. Das Ding, das ist nicht Luane. Tu es vor Luane, Aya. Warte, Aya. Bitte nehmen Sie das. Komm schon, Mann. Wir haben nicht die, das ist nicht die richtige Zeit dafür. Ja, natürlich. Aya. Seien Sie vorsichtig darum, okay? Natürlich. Ich werde aufpassen. Oh, jetzt wird's ernst. Maya. Kreatur ist in Reichweite. Wechsel zur Formation 2. Was passiert hier? Von dem letzten Kampf, wir konnten... dem Angriff ausweichen. Wir... stellen uns in diese Reihe. Was meinen Sie damit? Wir werden als ihr Schild fungieren, so dass sie die Angriffe überleben. Was? Nein! Ich kann das nicht ohne sie machen. Wir erreichen Feuerreichweite. Halten Sie sich bereit anzugreifen. Okay, bitte. Entfernen Sie sich von mir. Jetzt. Wir können nicht unsere Aufgaben... Wir können uns nicht von unseren Aufgaben drücken. Wir sind bereits in Reichweite. Doch verrückt. Seit Heiligabend habe ich einen Fluch auf meinen eigenen Körper gesetzt. Warum ich? Warum passiert das zu mir? Ich verstehe das nicht. Aber es ist mir egal. Denn Eve, ich bin die Einzige, die ich zerstören kann. Ein für alle Mal. Maya, ich werde es beenden und dich in Frieden ruhen lassen. Wir haben es geschafft.
Gut gemacht. Das war hervorragend. Kehren Sie zur Basis, Sir Gaia. Nein, es ist noch nicht vorbei. Die Alte? Die ist wie Herpes, die kommt immer wieder. Ah ja, komm zurück, jetzt! Es ist zu gefährlich, um weiterzumachen. Kehren Sie zurück, wir werden planen. Aber... Möchtest du ein Spiel speichern? Oh, Leute, wir speichern unser Spiel. Ja, natürlich nicht speichern. Und ihr wisst, was das heißt. Dies war die Folge der Videos. Keine Action, kein gar nichts. Ein bisschen Action am Anfang, aber Spiel schon wurde gespeichert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Parasite Eve. Bis dann.